Das Schwert dient seit jeher als Instrument zur Bekämpfung alles Bösen. Der Träger vertraut ihm seinen Wunsch an, stärker zu werden, um mit ihm und seiner Aufgabe zu wachsen. Als treue Weggefährten begleiten sie dich auf ihrer Reise. Werde stark und wachse mit deinen Aufgaben, Link. Das werde ich machen, Sensei. Ja, okay. Wir haben ein Schwert. Celebration Song, come on! Gleich mal ein paar Vasen zerschlagen. Classical Elder. So, jetzt können wir uns den Schild zu eigen machen. Das wird einfach gut. Wir haben das Schwert und das Schild kommt auch gleich noch dran. Oma, ich brauche mal den Schild hier. Jetzt müssen wir aber direkt nach oben. Ja! Link, ist das etwa auf deinem Rücken? Was willst du mit so etwas Gefährlichem? Oma, ich lebe nur ein kurzes Schild, ne? Weißt du Bescheid, ne? Fuck. Ach ja, nein, ach. Mann, ich bin doch doof. Wir brauchen das Schild noch gar nicht. Wir brauchen nur das Schwert. Ach ja, so oft durchgespielt und trotzdem so kleine Details verrafft. Mit dem Schwert können wir übrigens jetzt Büsche durchschneiden. Ist das nicht cool? Das ist sehr cool. Ja, ja, wenn man, also ich habe es aber auch schon lange nicht mehr gespielt, weil ich habe jetzt schon jahrelang keine GameCube und nie mehr. Ich habe mir auch nie eine gekauft, weil ich es nie irgendwie für wichtig gehalten habe. Ich spiele das Ganze jetzt hier auf dem PC. Und ich bin einfach froh, dass ich das mal wieder spielen kann. Weil Legend of Zelda Wind Waker ist einfach eins der geilsten Spiele der Zelda-Reihe für mich, die es gibt. Neben Twilight Princess, was mein allerliebstes Zelda aller Zeiten ist. Und was ich auch noch Let's Playen werde. Hier steht ein Schild. Hieß es, überqueren verboten. Wegen Ausbesserungsarbeiten ist der Passieren der Brücke in den Wald untersagt. Weißt du was? Scheiß drauf. Ich gehe hin, wohin ich will. Arschloch. Lauf, Link, lauf. Link, lauf. So schnell dich deine Füße tragen. Jo, hier oben gibt es eine wunderschöne Brücke. Die kaputt ist. Warte. Mann, jetzt, wie sieht das Schild doch an? Zur Feenquellenruine. Das Glück des Wohlstandes sei mit dir. Ja, hier gibt es eine Feenquelle. Direkt hier nebenan quasi. Also in diesem Wald. Aber da kommen wir jetzt noch nicht hin. Weil uns da noch ein ganz bestimmtes Item fehlt. Das kriegen wir erst ganz viele Stunden später. Aber wir werden auf diese Insel noch öfters kommen. Und da ist sie. Von der ich immer gedacht habe, sie war ein R, bis etwas Bestimmtes passiert ist. Aber ich verrate nicht zu viel. Guck mal, da ist so ein Goblin, Dude. Den werden wir fertig machen. Komm her, du Schwein. Komm doch, trau dich. Kannst du mir mal sagen, wie der mich gerade getroffen hat? Würde eigentlich mal einen coolen A-Move machen, aber hat er irgendwie nicht. Ja, die droppen Herzchen. Herzchen für Link. What the fuck war das denn? Hätte er doch mal da hoch. Danke. Ah, nicht runterfallen. Der da jetzt da hoch. Link. Diese Kamera, ne? Ich mach mich irgendwie ist das komisch. Da ist eine Feenkralle. Dafür brauchen wir. Wer kann's erraten? Genau, Bomben. Natürlich. Diese Kamera, ne? Ist irgendwie komisch. So, wir retten dich jetzt. Oh mein Gott, nein, doch mehr von den Typen. Hilp! So, hilp! Oh nein! Sie sind so groß und schweinisch. Und gleich sind sie auch tot. Easy going, sagt man dazu. Easy going. Oh, sie ist wach. Okay, Panik. Offensichtlich. Schrappel nicht so viel, sonst bist du doof. Dumm gelaufen.
Ruhe! Was hast du denn für Klamotten an? Wie auch immer, wo bin ich hier? Ach ja, ich wurde ja von diesem riesigen Vogel... Captain! Captain Tetro! Uiuiuiui! Dem Klaubhautermann sei Dank, hier seid unverletzt. Als ich euch in den Wald hoch oben auf dem Berg stürzen sah, da dachte ich schon, es wäre um euch geschehen. Wald? Hoch oben auf deinem Berg? Dieser verdammte Vogel hat mich also in den Wald oben auf den Berg fallen lassen? Das ist ja wohl die Höhe. Los, steh nicht so untätig rum, Gonzo. Gehen wir! Mit diesem Vogel habe ich nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Captain, was ist mit dem Jungen? Was soll schon mit ihm sein? Kümmere dich nicht um ihn und komm gefälligst mit. Okay, Mann. Ich bin direkt hinter dir. Okay, ich komme auch. Tschüss. Was es wohl jetzt noch zu tun gibt? Wo der Vogel wohin geflogen ist? Mink! Errol. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Eris. Nein. Ach, keine Ahnung. Hey, kleine Schwester. Nein, der Vogel ist wieder da. Was will er? Nein, bring dich in Sicherheit. Nein. Link. Na, warte nur für meine Deiter Vogel. Ich werde dich fertig machen. Komm her. Oh, scheiße, ich kann nicht fliegen. Hey, Idiot! Vollidiot! Zappel gefälligst nichts so rum! Fuck. Dieser verdammte Vogel. Wir müssen etwas tun. Was? Du willst an Bord unseres Schiffes? Ja! Sag mal, hast du irgendwie nicht mitbekommen, dass wir... Wer wir sind? Wir sind Piraten, Kleiner. Glaubst du etwa, wir nehmen so einen nichtsnutzigen Knirps wie dich mit? Ich verstehe ja, dass du deine verschleppte Schwester unbedingt retten willst, aber... Wir sind weder ein Kreuz, noch die Wohlfahrt. Wir haben nichts mit deinem Problem zu tun. Was du nicht sagst. Hey, geht's noch mit dir? Was quatschst du so von der Seite dazwischen, du komischer Vogel? Nicht gleich aufregen. Alles, was ich sagen will, dass wenn du hier nicht aufgekreuzt wärst, dieses Mädchen auch nicht verschleppt worden wäre. Willst du damit etwa irgendwas andeuten? Ja, das will ich. Meine Arbeit als Postbote bringt es mit sich, dass ich viel herumkomme und verschiedene Inseln besuche. Ist euch vielleicht zu Ohren gekommen, dass seit einiger Zeit auf diversen Inseln junge Mädchen entführt werden? Und nicht nur das, es handelt sich dabei ausschließlich um Mädchen mit langen, spitzen Ohren, so wie du. Und das hier gerade eben verschleppte Mädchen hatte auch lange, spitze Ohren, nicht wahr? Was ich sagen will, ist, dass dieser Vogel sie offensichtlich mit dir verwechselt und somit irrtümlich verschleppt hat. Und außerdem war es Link hier, der dich von dem Monster im Wald gerettet hat. Stimmt das? Ja. Und noch etwas. Dieser riesige Vogel scheint sein Nest, wenn man so will, in der verwunschenen Bastion zu haben, die nördlich von ihr liegt. Die verwunschene Bastion? Du meinst die Insel, die... Was gedenkst du also zu tun? Wenn ihr doch ohnehin schon dabei seid... Wäre es dann nicht das Schlauste, den Jungen gleich mitzunehmen? Ha! Die Rede hättest du dir sparen können. Den hatte ich sowieso vor. Über die verwunschene Bastion hört man ja in letzter Zeit nur die haarsträubendsten Geschichten. Sag bloß, du hast allen Ernstes vor, mit dieser Ausrede von einem Schwert dahin zu gehen. Ich meine, selbst auf dieser verschlafenen Insel muss doch wenigstens noch sowas wie ein Schild geben, oder?
Schließlich willst du vor eventuellen Gegnern ja nicht dumm dastehen. Sobald du etwas Brauchbares aufgetrieben hast, lasse ich dich an Bord. Und nur damit du Bescheid weißt, sind wir erstmal an Bord, kommen wir so schnell nicht mehr hier vorbei. Verabschiede dich also von deinen Lieben, damit sie dich nicht gleich vermissen. Okay, dann suche ich mir mein Schild und ich weiß auch genau, wo ich dafür hin muss. Denn Oma hat ein Schild, wo wir schon zweimal waren. Zum Quatsch. Aber jetzt können wir hin und können uns das Schild endlich abholen. Oh Gott, das wird auch Zeit. So, Oma. Jetzt, wir haben da so ein kleines Problem mit Errol und ich brauche mal das Schild. Ich nehme es mal. What the fuck? What the fuck? Wo ist das scheiß Schild? Oma? Oma, gib mir das Schild. Ich brauche das. Ehrlich. Ich muss Errol retten. Link. Jo, Oma, es geht. Alles fresh in the hood. Du suchst dies hier, nicht wahr? Yep. Das ist genau das, was ich brauche. Okay, leere Textbox. Nimm ihn. Du hast ein Heroenschild erhalten. Man sagt, der legendäre Held soll ihn verwendet haben. Drücke R, um dich vor ihm vor dich zu halten. Ja. Schild benutzen, wissen wir alle, wie es geht an diese Pose. Während die Oma einfach so in den Schild ist. Dann ist es wahr. Errol wurde verschleppt. Warum tut sie meiner Kleinen so etwas an? Ich werde sie retten, Oma. Keine Sorge. Ciao, Oma. Das war ein sehr emotionaler Dialog. Oh ja. Aber wir haben keine Zeit für Emotionen. Wir müssen Errol retten. Übrigens heißt sie Errol. Sollte ich... Fuck! Nicht vergessen. Schick immer X! Aus Versehen. Natürlich. So, jetzt haben wir ein Schild. Dürfen wir jetzt an Bord? Ich hoffe doch. Na, der Schild hat aber auch schon bessere Tage gesehen, was? Ob der wohl noch zu gebrauchen ist? Naja, wird schon seinen Zweck erfüllen. Also denn, stechen wir in See. Bist du bereit? Oh yeah. Oh yeah. Zwischensequenz. Link, viel Glück! Rette deine Schwester Errol! Und pass gut auf dich auf. Tschüss. Ah, Oma. Tschüss, Oma. Alter, was ein Pixelbrei. Bist du irgendwann mal fertig mit Winken? Was? Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob das vielleicht das Beste wäre. Du würdest dir die ganze Sache nochmal überlegen und von Bord gehen. Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit den Nerven und von Heimweh zerfressen. Sei vernünftig, überleg es dir nochmal. Doch es ist nicht zu spät, um zur Insel zurückzukehren. Doch. Jetzt ist es zu spät. So weit kann ich nicht schwimmen. Nein, ganz ehrlich, Link kann echt nicht so weit schwimmen. Der säuft irgendwann ab. Okay, ich weiß genau, wo wir hin müssen. Und wir machen das einfach mal. Ich würde mir halt echt gern mal einen Speedrun von Wind Waker ansehen. Ich glaube, das mache ich auch mal demnächst. So, wir müssen nämlich jetzt hier unten hin. Zu dem Rattentyp hier. Hey, Neue, ich bin... Ich bin heute dein Obermatros, kapiert? Also, hör auf das, was Nico dir sagt. Und wir werden uns bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal den Aufnahmetest, wie sich das für einen Neuen gehört. Kapiert? Also, sehen wir genau zu, wie ich es mache und schau dir tüchtig ab. Kapiert? Okay, dann show me your moves.
Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und drücke nach oben, um auf den Schalter zu steigen. Kapiert? Klingt ja erstmal easy. Das fand ich als Kind so unglaublich schwer. Die Plattform fahren dann von unten rauf und du musst drauf springen. Oh, wahi! Wow. Mega awesome, der Jump. Da musst du auf die Plattform vor dir springen. Aber die ist ein bisschen weit weg, was? Also, springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Trick. Hey, yeah! Und er schwingt wie ein junger Gott. Wenn du an den Seil springst, kannst du dich festhalten. Mit Hilfe von oben und unten kannst du schwingen. Und wenn du A loslassen drückst, lässt du los. Irgendwie verständlich. Na, hast du alles kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zum Raum da hinten bist. Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig oben. Also musst du dich schon ein bisschen beeilen, kapiert? Cheater! Ich hab gesehen, dass du nicht an der Lampe geschwungen bist. Cheater! Bis du es bisher schaffst, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du es schneller schaffst, sollte ich dich wohl loben. Also, häng dich rein. Alles klar, easy going, würde ich sagen. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Also wirklich, was soll das werden? Du musst schon genauer springen, wenn du bis hier schaffen willst. Ach ja, eins habe ich noch vergessen zu sagen. Wenn du R gedrückt hältst, kannst du mit Hilfe von links und rechts Richtungen, in die du schwingst willst, ändern. Und mit Hilfe von oben und unten kannst du das Seil rauf oder runter klettern. Kapiert? Den Tipp habe ich bei meinem ersten Durchgang nicht bekommen und wusste dann später nicht, wie man das Seil richtig benutzt. Und das ist wichtig. Später. So, ich springe erstmal hier rauf, dann gehen die runter und dann springe ich auf den anderen und gehen die wieder hoch und dann habe ich das Maximum an Zeit, was man nur haben kann. Diese Kamera, ne? Die ist irgendwie... Die reagiert zu sensibel. Nein! Oh doch, alles gut, okay. Hui! Nicht zu weit springen! Oh Gott, Link, du bist ein Depp. Ein Depp vor dem Herrn. Ja, das kann jetzt auch ein bisschen dauern, ne? Ich würde sagen, bis gleich. So, das war doch gar nicht so schwer. Was? Du hast es so schnell geschafft? Ich hab dich wohl ein bisschen unterschätzt, wa? Sie wird doch vielleicht mal ein guter Matrose, wie ich es bin. Ob ich ihm wohl das einfach so geben kann? Ach was, wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico, sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Danke Nico, sehr nett von dir. Tschüss. Schatz, Schatz, Schatz. Yeah. Special Tour, Special Schatz. Nice. Was ist da drinne? Der Beutetasche gefunden. Eine magnetische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf erworbene Items verstauen kannst. Von diesen Items gibt es insgesamt 8 Arten. Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle X, Y oder Z. Hey Link! Wir sind bei der verwunschenen Mission angekommen. Komm sofort rauf! Okay. Tschüss, Nico, du Cheater. Ja, das war, als Kind fand ich das echt schwer. Ich fand das jetzt noch schwer. Das war irgendwie ein bisschen kompliziert damals und heute auch. Man kann übrigens, was ich ganz lustig finde, das Mobiliar kaputt machen. Das macht Spaß. Was zum Teufel ist da gerade passiert? Man weiß das doch nicht so genau, ne? Man weiß das nicht so genau. Was ist denn los jetzt hier, Terrarania? Hey, Link, ich bin hier oben. Come on, lass uns hier auf dem Ausguck klutschen. Was? Okay. Ich bin auf dem Weg, Baby, Baby, warte auf mich. Ich bin auf dem Weg, ich bin der grün bemützte Link. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Aber wie auch immer. Sieh mal, das ist die verwunschene Bastion. Da,
Okay. Fucking riesiges Castle und da oben ist der Vogel. Früher war das hier der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es da wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Da drüben. Das Fenster da. Das sind Möwen. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns, noch bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schlausten an?